Ha! Dort hinten am Horizont, da stehen 30 fürchterliche Riesen und versperren uns den Weg. Ehrlich? Oh. Nicht hier, bei Don Quixote. Ich werde sofort den Kampf mit diesen üblen Burschen aufnehmen und ihnen die unrechtmäßige Beute abnehmen. Auf in den Kampf, edles Ross Rosinante. Zum Angriff! Ganz allein geht 30 Riesen, mutig. Ja schon, aber das waren ja in Wirklichkeit gar keine Riesen. Die Riesen sahen nur Don Quixote. In Wahrheit waren das Windmühlen. Peter, kann das sein, dass der Don so ein bisschen ist? Ja, das kann man schon so sagen. Aber mutig und enorm tapfer war er trotzdem. Denn er glaubte ja, er kämpft gegen Riesen. Und so rammte er seine Lanze mit voller Wucht in einen Windmühlenflügel. Der drehte sich leider weiter, Don Quixote wurde aus dem Sattel gehoben, flog in hohem Bogen durch die Luft und landete scheppernd und krachend auf dem Hosenboden.